Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Rote Teufel treffen auf rote Laterne. Die Rollen waren verteilt. Beim ersten FCK war ein Sieg gegen das Tabellenschlusslicht fest eingeplant. Und der VfR Aalen vielleicht schon mit dem Griff nach dem letzten Strohhalm. Und trotzdem ließ Rico Schmidt unter anderem Matthias Morris draußen. Safety first statt Attacke pur. Rein ins Spiel, der erste Aufreger nach 17 Minuten. Aber er hatte nichts Sportliches an sich, sondern eher Pech. Flanke von rechts und da sehen wir den Zusammenprall zwischen Geier und zwischen Bergmann. Und während der Aalener gleich weitermachen kann, war für Theodor Bergmann die Partie zu Ende. Hier sehen wir es, wie sie beide mit dem Schädel aneinander prallen. Und für Bergmann ein klassischer Knockout. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Verdacht auf Gehirnerschütterung. Gute Besserung. Für ihn kam Hendrik Zuck. Und der war gleich mittendrin, statt nur dabei. Langer Ball raus aus dem eigenen 16er. Und dann geht's schnell. Dann ging's mal schnell beim FCK, die sich schwer taten gegen tiefstehende Aalner. Aber wenn's dann schnell ging, dann waren Lücken da. Und da ist Timmy Thiele. Thiele drin im 16er. Thiele mit dem klugen Querpass. Und dann ist es Hendrik Zuck, der nicht verpasst. Es war Ristel, der gerade soeben noch eine Fußspitze dran bekommt. Hier sehen wir es. Und klasse rettet in der 21. Minute. Das hätte das 1:0 sein können für den FCK und den Einstand nach Maß für Hendrik Zuck. Lautern weiter im Vorwärtsgang, Lautern aber mit wenig Ideen. Und wenn es dann aus dem Spiel nicht geht, ja, dann nimmst du doch mal einen Distanzschuss. Kühlwetter schick gemacht. 18, 20 Meter, 40. Minute und nicht drin. Sascha Hildmann bedient, hätte mehr erwartet von seinem Team und hat gehofft, dass es im zweiten Durchgang besser wird. Da aber kam erst einmal der VfR Aalen, der plötzlich mitspielte. 50. Spielminute. Das sieht erst einmal ziemlich harmlos aus. Dann ist Schnellbacher da, sieht auch immer noch harmlos aus. Und dann Fennell mit dem klugen Pass in den Rücken der Abwehr. Und dann ist die Möglichkeit da für Funk aus 16 Meter. Der hat alle Zeit der Welt, visiert den rechten oberen Giebel an und schafft es dann nicht einmal, das Runde aufs Eckige zu bekommen. Aalen aber jetzt mit mehr Mut, Aalen im Vorwärtsgang und Aalen mit Risiko. Und da ist Timmy Thiele, schnappt sich den Ball. 60, 70 Meter Solo, allein vor Bernhard. Das muss doch sein achtes Saisontor sein. Nein, da drängt er sich mit seiner Geschwindigkeit selbst ab. Bernhard macht den Winkel spitz und Timmy Thiele weiß, welche Chance er da hat liegen lassen. Gegen immer noch sehr giftige, sehr unangenehme Aalener. Der FCK immer noch mit Problemen. Das hätte der Knotenlöser sein können. Er hätte es vielleicht sogar sein müssen. Danach passierte lange nichts mehr, außer dass Matthias Morris kam. Und wir sind in der 88. Spielminute. Ballverlust beim FCK. Und dann kommt der Ball raus auf Morris. Und der fackelt gar nicht lang. Der zieht die Flanke lang. Und da ist Sliskovic. Und der macht das 1:0 auch, weil Kraus unter der Flanke hindurchsegelte. Peter Sliskovic war das völlig egal. Es war sein drittes Saisontor. Es war der Riesenjubel beim VfR Aalen, weil danach nichts mehr passierte. Das Schlusslicht lebt also noch, macht seinen dritten Auswärtssieg und könnte tatsächlich noch träumen vom Klassenerhalt. Peter Sliskovic ist Man of the Match und natürlich danach bei uns am Mikrofon. Ja, wir müssen weiterarbeiten, solange es möglich ist, daran glauben. Und ich glaube, wir haben einen guten Anfang gemacht. Jetzt 4 Spiele hintereinander nicht verloren. Jetzt Fünf Spiele. Versuchen jetzt gegen Lotte wieder einen Dreier einzufahren. Wir sind selber schuld. Also ich will jetzt nicht sagen, Aalen hat das gut gespielt, weil es viele Chancen hatten die auch nicht. Wir waren einfach dumm. Frust pur also beim ersten FC Kaiserslautern und ein Fünkchen Hoffnung beim VfR Aalen. Vielleicht geht ja doch noch was in Sachen Klassenerhalt.